Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 mit mir, dem Shadowx. Gut, dann machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar hier in Atlantica. Und wie ihr sehen könnt, ist alles jetzt ein klein wenig langsamer als vorher. Tja, anders kann ich das ja hier nicht machen, sonst sind die Teile nämlich ultra fast, die ganzen Sachen. Und ja, gut, ich würde mal sagen, wir machen bei den Musicals hier weiter, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir jetzt schon alle machen können. Ich denke aber mal schon. So, wollt ihr die Statue bewegen? Ja, probieren wir es. Kapitel 2 – In ihrer Welt. Ariel! Komm doch bitte mit uns, Ariel! Wir müssen dir unbedingt was zeigen. Ist eine ziemlich hübsche Statue, was? Ein Prinz? Eine musikalische Herausforderung. Erziele 5 oder mehr exzellente Bewertungen am Stück. Ja, toll, ne? Diesmal erscheint eine Dreieckleiste. Drücke Dreieck im Takt mit dem Lied und der Leiste. Achte auf das Timing. Eine gute oder schlechte Bewertung setzt den Zähler zurück. Okay. Wollen wir mal ausprobieren, wa? Das wird schon. Ich bin währenddessen aber einfach mal ein bisschen leiser, würde ich sagen. So, dass ihr voll und ganz die Musik hier genießen könnt. Siehst du den Kram? Gar nicht so schlecht. Und meine Sammlung ist garantiert echt. Findest du nicht, Ariel? Ist die Show? Geschafft! Ariel, also wir helfen dir gern, weißt du? Oh nein, mach das nicht noch schlimmer! Das sagt der Richtige. Ja, du wolltest nur Vater alles erzählen. Oh, was soll ich denn machen? Du bist spät dran, Sebastian. Stimmt etwas nicht? Oh nein, alles bestens, Eure Majestät. Das ist gut. Also sag mir, wie geht es mit dem Lied für das Musical voran? Es ist fertig, Eure Majestät. Es ist ein Loblied auf all die wunderbaren Dinge des Ozeans. Es wird mein bestes Werk überhaupt. Wird es Ariel davon ablenken, immer zu an die Welt der Menschen zu denken? Ja, nun, anzunehmen, eventuell. Ich meine absolut ja, auf jeden Fall. Verzeiht Eure Majestät, aber ich muss mir den Proben widmen, wenn mir erlaubt. Thank you.
Das ist ja furchtbar. Wir müssen etwas unternehmen. So kann sie in dem Musical nicht auftreten. Ich übernehme ihren Gesangspart. Nichts da, keine Chance. Was? Wieso denn nicht? Da kommt Sebastian. Das funktioniert auf keinen Fall. Was ist denn los? Ich habe das perfekte Lied für ein Musical komponiert, aber ich befürchte, dass es für euch zu kompliziert sein könnte. Ach komm schon, wie schwer kann das schon sein? Ey, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder was? Um an die Musical teilzunehmen, muss seine Drive-Letze 5 oder mehr Einheiten aufweisen. Hab ich doch. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Hä? Hab ich doch. Wieso schickt ihr mich weg von dir? Seid ihr des Wahnsinns? Alter Falter. Kann doch nicht wahr sein. So, mit wem muss ich denn jetzt sprechen? Mit Sebastian? Gehen wir mal zu Sebastian. Sebastian. Bravo, jetzt werden wir das Musical mit Leichtigkeit auffüllen können. Nur zu. So, Kapitel 3. Unten im Meer. Eine musikalische Herausforderung. Erreiche eine hohe Punktzahl, indem du Ariel dabei hilfst, dass sich ihre Laune verbessert. Drücke Viereck, wenn Ariel in der Leiste erscheint, um Punkte zu erzielen, um Ariels Laune zu verbessern. Achte darauf, nicht Viereck zu drücken, wenn Sebastian in der Leiste erscheint. Okay, I can try this shot. Na dann, wollen wir mal, ha? So, soll das nicht der Ariel darstellen rechts? Nachbarswellen sehen immer viel schöner aus. Zu Menschen sich zu gesellen, das er. Oh oh. Einmal ein Neuversuch, bitte. Sorry. Ich sag doch mal nichts zu. Alter. Zu Menschen sich zu gesellen, das erntet dir kein Applaus. Alter! Neuer Versuch, wieso ist das so hart? Okay, nimm mal deine Reflexe zusammen, Shartox. Das kann nicht wahr sein, dass du hier so ein Loser bist, schon wieder. Du Lappen, streng dich an. Zu Menschen sich zu gesellen, das erntet dir kein Applaus. Die Wunder, die uns umgeben, sind bunte Emotionen. Sie bieten ein besseres Leben, hier unten und fern von Land. Unten im Meer, unten im Meer. Bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr. Als dieses Land, das oben sitzt, wo jeder schuftet und nur schwitzt. Wir schwimmen besser hier im Gewässer unten im Meer. Ey, was ist das? Ich drück wirklich passend, wirklich. Ich muss aber echt eine halbe Sekunde früher drücken, damit das richtig ankommt. Wirklich, ich schwöre. Bei Jesus Christ schwöre ich das. Alter. Die Fische in Nachbarswellen sehen immer viel schöner aus. Zu Menschen sich zu gesellen, das erntet dir kein Applaus. Die Wunder, die uns umgeben, sind bunte Emotionen. Sie bieten ein besseres Leben, hier unten und fern von Land. Unten im Meer, unten im Meer. Bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr. Als dieses Land, das oben sitzt, wo jeder schuftet und nur schwitzt. Wir schwimmen besser hier im Gewässer unten im Meer. Unten im Meer. Unten im Meer. Bleib lieber nass, das Wasser macht Spaß, was willst du denn mehr? Mehr, mehr, mehr.
Weise mehr erlebst du nie. So eine schöne Harmonie. Immer gehabt hier, wir sind begabt hier unten im Meer. Unten im Meer. Unten im Meer. Heiße Rhythmen bekannt. Jede Module, die Brocken wollen hier. Unter dem Meer. Und alle Schnecken tanzen und schleppen unter dem Meer. Nicht nur normale, auch die mit Schale. Jede Koralle und jede Qualle. Sogar die Wale, Mensch, weil alle unter dem Meer. Geschafft mit Ach und Krach, alter Falter. Das Jesus. Warum ist das? Ach, egal. Und was hältst du davon, Ariel? Ich finde, das ist ein schönes Lied, Sebastian, aber ich möchte es nicht singen. Ich möchte davon singen, wie beide Welten in Harmonie vereint sind. Das Meer und das Land. König Titon macht eine gefüllte Kammer aus mir, wenn du so etwas singst. Wenn du mich nicht verstehen willst, dann singe ich eben gar nicht mehr. Ariel! Wieso gerate ich immer wieder in solche Situationen? Oh Mann! Nicht nur, dass sie sich zu einem denkbar unpassenden Zeitpunkt verliebt, nein! Auch noch in einen Menschen! Ariel ist in einen Menschen verliebt? Ich und meine ewigen Monologe. Oh. Ist er das? Ja. Ruf doch nach ihm. Ausgeschlossen. Er ist ein Mensch und ich bin eine Meerjungfrau. Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Was ist das? Das muss ihm gehören. Aber wir kommen nicht dran. Sowas Blödes. Du benötigst die Magnera-Magie, um den verlorenen Gegenstand wieder zu beschaffen. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Tja, das haben wir. Also ran an den Speck. Zurück nach Atlantica. So, mit wem müssen wir jetzt wohl reden? Wahrscheinlich mit Ariel. Ich schätze mal ganz stark, dass wir das machen müssen. Sora, du siehst so zuversichtlich aus. Denkst du, du kannst mir mit dem Anhänger helfen? Jetzt oder nie? Kapitel 4. Ursulas Rache. Das ist wunderbar, Sora. Bestimmt freut er sich sehr, das wiederzubekommen. Und wer ist dieser Er? Vater! Ariel, du weißt doch, wie gefährlich die Menschen sind. Du kennst ihn doch nicht mal. Vater, die Menschen sind sicherlich nicht alle so schlecht, wie du sagst. Und ich werde es dir beweisen, dass es auch viele gute Menschen gibt. Ich meine es ernst, Ariel. Ich muss dich endlich zur Vernunft bringen. Und da du mir keine andere Wahl lässt, so sei es. Nein! Ariel, du armes Kind. Du bist Ursula, die Seehexe.
Hat mein Vater dich nicht verbrannt? Verbannt? So ist es, mein Seeherzchen. Aber wie könnte ich wegbleiben, nachdem ich gehört habe, wie sehr du leidest? Was du brauchst, ist der Ratschlag einer Frau. Was, wenn ich all deine Träume wahr werden lassen könnte, hä? Mein Vater würde das niemals zulassen. Oh, naja, dann kann es keine Liebe sein, wenn du die Sache so leicht aufgibst. Könntest du mir wirklich helfen? Aber wie? Das Problem ist einfach gelöst. Du musst auch ein Mensch werden. Ein Mensch? Und du kannst mir helfen? Mein liebes, süßes Kindchen, das ist mein Beruf. Wie schrecklich, Fabius. Das musst du dem König berichten. Geht klar. Dann ist es abgemacht. Ich verwandle dich hier und jetzt in einen Menschen. Alles, was du tun musst, ist einen kleinen Vertrag zu unterschreiben. Ein Vertrag? Ganz genau, Zuckerstück. Deine Gegenleistung ist mehr eine Geste, eine Lappalie. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Meine Stimme? Fast hätte ich es vergessen. Ich kann dich nur für 3 Tage in einen Menschen verwandeln. Bevor die Sonne am 3. Tag untergeht, musst du es geschafft haben, dass sich Prinz Herzblatt in dich verliebt hat. Das heißt, er muss dich küssen. Wenn nicht, verwandelst du dich zurück in eine Meerjungfrau. Und du gehörst dann mir. Vielleicht findest du meine Bedingungen ein wenig hart. Aber immerhin bist du König Tritons hübsche kleine Prinzessin. Von ganz Atlantika verehrt. Du hast praktisch die Garantie auf ein Leben im Glück. Bist du sicher, dass du nicht auf deinen Vater hören willst? Du musst dafür nur deine wahre Liebe aufgeben. Na komm, Zuckerstück, das ist deine letzte Gelegenheit. Aber mir liegt natürlich nichts ferner, als dich zu irgendetwas zu drängen. Hör nicht auf sie, Ariel! Wie du willst. Ich werde dich nicht mehr behelligen. Ich verschwinde. Du wünschst meine Hilfe ja offenbar nicht. Schade nur um deinen Märchenprinzen. Du hast dir da nämlich was Hübsches geangelt. Halt! Ich muss nur hier unterschreiben. Wir sind uns also einig. Dann wollen wir mal. Ariel, nicht! Sora, bitte, du musst sie unbedingt aufhalten! Aufhören! Ha. Nein, so kann sie nicht atmen. Bitte wach auf, öffne die Augen. Vorsicht, langsam. Was ist los? Kannst du nicht sprechen? Sag mir, woher kommst du? Das ist mein Anhänger.
Ich fasse es nicht, du hast ihn gefunden. Danke. Bitte, komm mit zum Schloss. Ich werde dir helfen. Sieht so aus, als ob alles ganz gut läuft. Schon, aber sollten wir König Rito nicht davon berichten? Auf keinen Fall! Es würde ihm das Herz brechen, wenn er das herausfinden würde. Was sollen wir also tun? Wir werden schön hier bleiben und ein Auge auf Ariel haben. Das ist es, was wir tun werden. Ich schätze, mehr können wir wohl auch gar nicht machen. So ist es. Ich sollte nachsehen, wie es Ariel geht. Gehen wir. Also, bleiben wir hier und beobachten sie? Hast du denn eine bessere Idee? Wir könnten die Seehexe dazu überreden, ihre Stimme zurückzugeben. Ha, sie wird sich überhaupt nicht mit euch abgeben. Hey, man weiß nie, bevor man es sich versucht hat. Vielleicht hast du recht. Es ist zumindest besser, als Schärchen zu drehen. Ich kann nicht mich darauf verlassen, dass ihr euch um Ursula kümmert. Aber natürlich. Sebastian. Also König Triton hat ihn in den Palast bestellt. Ob es wohl um Ariel geht? Wenn König Triton herausfindet, was passiert ist, gibt's Ärger. Erst recht, weil wir ihm nichts gesagt haben. Was ist mit Ursula? Sie ist gejagt. Und wie läuft's bei Ariel? Sie hat nur bis zum Sonnenuntergang morgen Zeit. Stimmt doch, oder? Hey, seht doch! Ah. Ich kann nicht sehen! Alles in Ordnung. Mann, sie waren so nah dran. Also dann, wir sollten weiter nach Ursula suchen, oder? Ja, gute Idee. Ursula ist spurlos verschwunden. Wo könnte die Seehexe denn bloß stecken? Ariel weint schon eine ganze Weile so. Hier, wo du lebst, will ich bei dir sein. Hier, wo du lebst, will ich bei dir bleiben. Hier will ich sein, du bist mein. Du bist mein Glück. Wann, sag mir wann, wird es passieren, dass wir dann mit dem Prinzen stimmt doch was nicht. Seht mal da! Zeigst du mir, das ist Ursula! Sie muss sich in das Mädchen verwandelt haben! Okay, jetzt reicht's! Was ist geschehen? Erik! Du! Diese Stimme! Du bist es! Du hast am Strand gesungen! Oh, Erik, ich wollte es dir sagen. Natürlich! Du warst das! Du bist das Mädchen, das mich in jener Sturmnacht gerettet hat. Oh, welch Glück! Das Mädchen, das ich so sehr liebe, ist auch noch meine Retterin. Erik! Nicht so schnell!
Siehst du, was ich sehe? Zu spät! Ariel! Halt! Haltet euch da raus, ihr Narren! Tritons hübsche kleine Tochter hat einen Vertrag unterzeichnet. Also, Schätzchen, mal sehen, wie hübsch du noch bist, wenn ich mit dir fertig bin. Der Vertrag ist doch ein Witz. Lass sie frei! Wie meinen? Aber, nicht einmal der große Meerkönig kann einfach so Abmachungen brechen. Der Vertrag ist legal, verbindlich und unumstößlich. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe da noch etwas zu erledigen. Warte, Ursula. Vertrag ist Vertrag. Aber versprich mir, dass du meine Tochter freilässt. Verstehe ich das richtig? Du bietest mir an, Ariels Platz einzunehmen? Ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl. Eure Majestät! Endlich? Vater! Ha! Wer ist jetzt der mächtige Herrscher des Ozeans? Du Monster! Mach es ungeschehen! Ah! Erik! Na warte du jämmerlicher, unbedeutender Mensch! Jetzt reicht's aber wirklich! Folgt euch alle meiner Macht! Eine musikalische Herausforderung. Besiege Ursula. Eine neue Leiste ist erschienen. Drücke X schnell hintereinander, um Ursula zu besiegen. Wenn sich jemand so wie er mir widersetzt, werde ich sonst eher, weil man sowas macht mehr. Aber das Exil stand dir. Meerschaum und Abschaum. Meine Süßen, schnell wie das Licht. Liebste Schätzchen, ihr enttäuscht mich nicht. Wohl an, Mama Brav, und das Back und Tuch. Das glaube ich nicht. Geschafft. Dieser schnöde Mensch da oben ist nicht ganz gescheit. Seinen Schatz zu retten ist zu allem er bereit. Um deine Ariel würdest du kämpfen jederzeit. Beinahe tust du mir schon leid. Ich werde sie nicht verlieren. Wir helfen dir, dann kann nichts passieren. Meerschaum und Abschaum. Meine Süßen, schnell wie das Licht. Liebste Schätzchen, ihr enttäuscht mich nicht, wohl an. Mama braucht euch, schnappt das Pack und tut eure Pflicht. Da täuschst du dich, die sind bereits Geschichte.
ihr jetzt schon glaubt, ich sei am Ende, seid ihr blind, weil es weitergeht, bis Ursula gewinnt. Geschafft. Na, ich glaube nicht, dass du gewonnen hast, liebe Ursula. Das glaubst nur du. Nein, das kann doch nicht sein. Es ist aus, Ursula. Der gehört mir. Gerne doch. Du kannst ihn haben. Bitte, Ariel, du kannst jetzt ins Boot kommen. Es ist vorbei. Ariel? Verzeih mir, Erik, aber ich bin eine Meerjungfrau. Das kann doch nicht sein. Ich wollte es dir ja früher sagen. Ich nah. Erik, leb wohl. Hätte ich doch nur fleißiger schwimmen geübt. Aber es ist nie zu spät, dazuzulernen. Gibst du mir Unterricht? Oh, lieben gern. Na also! Mysteriöser Graben besitzt hohe Magiekraft und erhöht den Schaden, der durch eisbasierte Attacken verursacht wird. Prinz Erik ist ein starker Typ und mutig obendrein. Ja, aber er ist ein Mensch. Oh Mann, nicht schon wieder. Wie lief es mit deinem Vater, Ariel? Super, danke für eure Hilfe. Ich muss los, bis später. Hey, warte. Sebastian, beinahe hätte ich es vergessen. König Triton sagte, dass das diesjährige Fest sei so wichtig, dass das Musical besser alles übertrifft, was du je gemacht hast. Alles übertrifft, was ich je gemacht habe? Oh, sag schon, was ist denn los? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Was? Quack? Aber wie? Das hätte das Musical perfekt gemacht. Du benötigst die Blitzgammagie, um Sebastians Idee in die Tat umzusetzen. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Tja, ich würde sagen, wir machen diesmal einen Ultra-Ultra-Part. So. So, den ziehen wir jetzt richtig in die Länge. Aber ich denke, das schaffen wir. Eine Viertelstunde habe ich noch Zeit, bevor meine Freundin at home ist. Dann, oder bei mir ist, dann, ja. Da muss ich ausmachen, aber... Jetzt geht's gerade noch. Ihr seht mega bereit aus. Unser Musical wird perfekt sein. Es ist soweit. Kann es losgehen? Wir sind bereit. Lasst es uns tun. Ja, lass es uns zusammen tun. Geil. Kapitel 5. Alle meine Freunde. Eine musikalische Herausforderung. Erziele eine Punktzahl von 30.000 oder mehr. Bei dieser Herausforderung finden alle Leisten Verwendung. Achte darauf, nicht die Taste zu drücken, wenn Sebastian in der Leiste erscheint. Okay. Das wird also richtig knackig dieses Mal. Ich versuch's. Freu euch mit uns, denn eine neue Zeit ist angebrochen. Beide Welten, Meer und Wald, geht friedlich, fröhlich, Hand in Hand.
Märchen voller Wunder, davon singen wir ein Lied. Manchmal schlägt die Liebe ein, wie man sich's versieht. Niemand hätte hier geahnt, dass so etwas geschieht. Manchmal werden Träume wahr, schön und wunderbar. Ich verdank auch euch mein Glück, das mich umstrahlt so hell und klar. Stell uns doch mal bitte deine liebe netten Freunde vor. Ich grüß mit mir Donald, Goofy und Sora. Du fandest Erik und wir fanden zu dir. Manches habt ihr selbst geschafft und manchmal halfen wir. Du und er, ihr seid zu zweit das schönste Pärchen weit und breit. Manchmal werden Träume wahr, schön und wunderbar. Ich bedanke euch mein Glück, das mich umstrahlt so hell und klar. Stell uns doch den König bitte und auch eure Freunde vor. Begrüßt mit mir. Ariel, viel Glück wünsche ich dir. Heute soll Musik erklingen, so bin ich hier. Manches schafft ihr selbst und manchmal helfen wir. Du und er, ihr seid das schönste Pärchen weit und breit. Wen von deinen Freunden hast du uns jetzt noch nicht vorgestellt? Begrüßt mit mir alle meine Freunde auf der ganzen Welt. Wir freuen uns gemeinsam, eine neue Zeit ist angebrochen. Beide Welten mehr und mehr, wie friedlich, fröhlich, Hand in Hand. Manches Wunder gibt's, das rechte Märchen nur geschieht. Unsere Ariel kriegt ihren Erik, wie man sieht. Zu Happy End gehört die Liebe und ein liebes Lied. Geschafft! Ja, perfekt war es zwar nicht, aber hey. Sora, was geschieht? Ein neuer Pfad hat sich aufgetan. Was? Ist es ein Abschied? Teile euch mit! Wir scheinen niemals hier bewohnen! Genau! Eins, zwei, drei, vier! Wiedersehen, wir müssen jetzt gehen, doch bleiben wir verbunden. Das heißt? Erst einmal verschwinden wir. Und schon dann? Doch wenn du willst, es liegt bei dir, sind wir ja bald schon wieder hier. Eiselement. Schieß Eiskristall auf das Ziel ab, über das Kommando Magie anwählbar. Orihalkum Plus, eine extrem seltene Legierung, die in der Itemherstellung Verwendung findet. Oh ja. Klasse! Atlantica haben wir abgeschlossen, meine lieben Freunde. Also würde ich zunächst einmal sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Boyskin. Und ich sage daher einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, falls euch diese große, lange Atlantica-Folge gefallen hat, könnt ihr mal gerne ein Like da lassen, Kommentar, Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, danke fürs Anschauen und ciao!